Seit mittlerweile 250 Jahren verbrennen Menschen Kohle, Öl und Gas zur Energiegewinnung. Fossile Energieträger sind das Holz urzeitlicher Wälder, über Millionen von Jahren gespeicherte Sonnenenergie. Die Verwertung von fossilen Brennstoffen hat die industrielle Revolution erst ermöglicht und damit für ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum und technischen Fortschritt gesorgt. Allerdings hat diese Entwicklung auch jene bedrohlichen Klimaveränderungen verursacht, deren massive Auswirkungen wir gerade erst zu spüren beginnen. Bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas wird Kohlendioxid, auch bekannt als CO2, in der Atmosphäre freigesetzt. Bis heute sind die CO2-Emissionen drastisch angestiegen. Denn wirtschaftliches Wachstum bedeutete bisher auch einen steigenden Verbrauch fossiler Brennstoffe. In der für die Erdgeschichte kurzen Zeit von nur 250 Jahren hat der Mensch den CO2-Gehalt in der Atmosphäre um rund 40% erhöht. Diesen beunruhigend hohen Wert gab es auf der Erde zuletzt vor 4 Millionen Jahren. Die Folge? Die zunehmende Erwärmung der Erdatmosphäre. Seit 1750 hat sich die Temperatur auf der Erde im Durchschnitt um 1 Grad Celsius erwärmt. Wenn wir Menschen so weitermachen, wird sich der CO2-Gehalt in den nächsten 100 Jahren verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen. Die Erde würde sich dann um weitere 3 bis 4 Grad erwärmen. Soll diese Erwärmung gestoppt werden, muss die Menschheit aufhören, CO2 und andere Treibhausgase auszustoßen. CO2 häuft sich in der Atmosphäre an. Deshalb gilt, je eher wir kein CO2 mehr freisetzen, desto niedriger wird die zukünftige Erwärmung sein. Handeln wir nicht, wird das schwerwiegende Folgen haben. Wir beobachten heute schon globale Auswirkungen wie die Verschiebung von Vegetationszonen, den Anstieg des Meeresspiegels und zunehmend extreme Wetterperioden. Schreitet der Klimawandel ungebremst voran, wird es zu wirtschaftlichen Einbußen, gesellschaftlichen Verwerfungen und Bevölkerungswanderungen auf der ganzen Welt kommen. Wir stehen vor einer globalen Herausforderung. Alle Länder stehen in der Verantwortung, ihre Emissionen abzubauen. Eine weltweite Klimapolitik ist wichtig und nicht nur Angelegenheit der Industrieländer. Dennoch müssen die USA, China und Europa, die derzeit größten Produzenten von CO2-Emissionen auf der Welt, mit gutem Beispiel vorangehen. Die UN-Klimakonferenz in Paris von 2015 war ein großer Durchbruch in der internationalen Klimapolitik. 195 Staaten nahmen teil und verpflichteten sich, gemeinsam das Klima zu schützen und Emissionswerte schrittweise zu senken. Das Ziel der Beschlüsse von Paris ist eine emissionsfreie Gesellschaft. In Paris wurde vereinbart, die Grenze für die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu setzen. Das wiederum bedeutet, dass die Menschheit nicht einmal mehr die Hälfte dessen ausstoßen darf, was sie bis heute an CO2 produziert hat. Wir haben ein begrenztes Emissionsbudget. Das Pariser Abkommen verpflichtet die Industrieländer, den Entwicklungsländern bei der Emissionsminderung und Anpassung zu helfen. Gute Klimapolitik bedeutet immer auch Interessensausgleich, gemeinsames Handeln und das Teilen guter Konzepte und Ideen. Das Abkommen kann nur erfolgreich sein, wenn es die Staaten dabei unterstützt, sich gegenseitig zu motivieren und sich nicht hinter anderen zu verstecken. Dafür bedarf es Vorbilder, die mit glaubhaften Beiträgen vorangehen. Deutschland und die Europäische Union haben den Anspruch, solche Vorbilder zu sein. Prozent der Treibhausgase stammen aus Energieerzeugung und Nutzung. Daher muss die Nutzung fossiler Brennstoffe, insbesondere das Verbrennen von Kohle, schnellstmöglich reduziert werden.
Das bedeutet, nicht nur auf erneuerbare Energien umzusteigen, sondern auch Restemissionen aus Landwirtschaft, Schwerindustrie, Luft- und Schifffahrt langfristig zu neutralisieren. Deutschland und die Europäische Union spielen eine wichtige Rolle für den globalen Klimaschutz. Die EU ist der drittgrößte Produzent von Treibhausgasen hinter China und den USA und für 10% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ein Fünftel der EU-weiten Emissionen stammt aus Deutschland. Die EU hat sich verpflichtet, die Emissionen bis zum Jahr 2030 gegenüber 1990 um 40% zu senken. Deutschland will dieses Ziel sogar schon 2020 erreichen. Die Energiewende in Deutschland ist ein technisches, politisches und gesellschaftliches Projekt. Wenn sie gelingt, wird sie Vorbildcharakter für andere Regionen haben. Allerdings droht Deutschland, seine Klimaschutzziele in 2020 zu verfehlen. Die Stromerzeugung aus Kohle konnte in den letzten 10 Jahren kaum reduziert werden. Um die Energiewende zu einem Beispiel für erfolgreichen Klimaschutz zu machen, muss daher auch ein Ausstieg aus der Stromerzeugung aus Kohle erfolgen. Wir wissen genug, um zu handeln. In Paris wurde ein Fundament geschaffen, ein Grund zur Hoffnung. Jedoch bewirken Abkommen nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden. Deshalb brauchen wir Kreativität und kluge Ideen, um diese Herausforderung zu bewältigen. Eine globale Klimapolitik kann nur Rahmen und Ziele setzen. Handeln müssen wir.